Hi Leute, und während ich bei den Djangos war, waren die Sabberlappen auch nicht faul und haben eine kleine Niederlagenserie erstmal beendet mit einem verdienten Sieg gegen Hangover. Ja, die müssen wohl noch Kopfschmerzen gehabt haben. Wie ihr bei uns seht, alle Zehner gezweiert, aber bei den Neunern haben sie doch eine Menge liegen lassen und im Endeffekt dann auch nicht mehr angegriffen, weil nicht mehr so große Chancen auf den Sieg da waren. Und wir haben die Zehner gezweiert. Und alle Neuner sind zu, alle Achter sind zu und unten war noch ein kleiner. Ja, das hat auf jeden Fall super funktioniert. 27 von 30 möglichen Sternen. 10er Dreier, wisst ihr, ist eine ziemlich schwierige Sache. Vor allen Dingen für einen Spaßclan, der einfach nicht permanent im Krieg ist. Ja, insofern können wir da wirklich zufrieden mit sein. Und wir fangen heute mal von oben an und zeigen euch mal den Angriff von Wiss. Und los geht's. Ihr seht wieder seine Ringbase. Ich mag sie einfach nicht. So, erstmal mit Erdbeben schön die Mitte aufgemacht. Entschuldigung. Dann kommen die Golems, die Magier hinterher. So, mit dem Mauernbrecher macht er erst da eine Ecke auf und dann fliegen sie rein. Die Klammburg kommt. Er heilt seine Walki schon sehr, sehr früh und macht sie auch sehr, sehr früh wütend. Die Queen ist auch mit drin und kann dann da ordentlich aufräumen mit den Magiern. So, und jetzt kommen erst die restlichen Walkis. Er hat schon mal ein paar vorgesetzt, um ein bisschen aufzuräumen, nur da die Mitte relativ frei ist. Leider rennt wieder einiges rum und mit doch ein bisschen Glück rennen genug Truppen in die Mitte, nachdem er da ordentlich gefrostet hat. Die Magier helfen, ein Mini-Golem ist noch da oder zwei, die gut tanken für die Magier, die in der Mitte stehen. Das ist natürlich perfekt gelaufen. Die Valkyries rennen rum, die Queen ist aber noch da und schießt auch noch mit aufs Rathaus. Golem geht noch mit in die Mitte. Alles in allem gut funktioniert. Die Valkyries sind sehr schnell, sehr weit rumgerannt und haben ordentlich aufgeräumt, damit wenigstens der Rest der Truppen bis in die Mitte kommt. Unter anderem die Golems, was extrem wichtig war, sonst wäre das vermutlich nichts geworden. Jetzt sammelt er noch ein paar Prozente. Queen konnte er ja noch zünden, hat er eben gemacht. So, leider hat sie den Tank nicht mehr geschafft. 62%, auf jeden Fall sehr solider Two-Star und sehr wichtig für uns. Dann schauen wir mal weiter. So, hier gucken wir uns mal den vom Pat an. Ja, bei dem Angriff ist ein bisschen was schief gelaufen, aber er hat dann noch zwei Stück rausgerettet, was viel wert war, wie ihr gesehen habt. Wenn bei den Zehnern ein Stern liegen bleibt und die anderen machen die Neuner voll, ist das Ganze ziemlich schwierig, im Endeffekt noch zu gewinnen. Aber da sie dann nicht mehr weitergemacht haben, gut für uns. So, Lavahund natürlich ein bisschen nervig. Magier gehen jetzt natürlich mit dran. Die Golems hauen ab. Die hauen komplett nach außen ab. Zum nächsten offenen Death. Und das ist schon ein bisschen nervig. Auf der rechten Seite weiter unten sind natürlich alle Magier draufgegangen. Das ist also dementsprechend nicht so ideal gelaufen. Und der Single Inferno ist auch ziemlich nervig. Der brät ihm jetzt komplett die Golems weg. So, die Queen musste er zünden, weil der Single Golem drauf war. Ach Quatsch, der Single Inferno drauf war. Was erzähle ich für einen Quatsch? So, und jetzt platzt erst der Lavahund und er setzt die Valkyries rein. So, setzt seinen Rest Valkyries in die Mitte, damit auch ja die Mitte mit aufgeräumt wird. Haut direkt einen Wut drauf, weil allzu viel ist nicht in der Mitte. Das war sehr, sehr wichtig. Rathaus fällt jetzt Gott sei Dank dadurch. Der Heil war, naja, sagen wir mal, so semi-erfolgreich, weil es waren ja nur noch ein paar Valkyren. Wenn da ein Single Inferno steht, dann kann Heil schon mal was bringen. Bei einem Multi-Inferno bringt der überhaupt nichts. Aber wie gesagt, er hat gute zwei rausgerettet aus einem Angriff, der erst nicht so geklappt hat, wie er das geplant hat. Ärgerlicherweise. Aber da muss man dann erstmal zwei rausholen. So, hat er zum Aufräumen noch ein paar Valkyren gesetzt, um mögliche Prozente zu kriegen. Na, der Lava, ihr seht, die Lava-Welten, die fliegen da immer noch rum. Sind schon äußerst nervig. Wenn der Plan nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, muss man improvisieren und das hat er in dem Fall echt gut gemacht. So, unser Vorteil war natürlich, mit dem ersten Angriff waren alle Zehner gezweiert. Und da hatten wir dann das große Glück, dass unsere Zehner
komplett einmal aufräumen konnten. Wobei Pat nicht mehr ran musste. Der hat dann versucht, bei der 2 noch ein paar mehr Prozente zu kriegen, was er auch geschafft hat. Jetzt nicht arg viel, aber ein paar waren es. So, Angie hat die 4 weggerockt. Das war deren stärkster Neuner. Und wir gucken uns mal die 9er Angriffe an. Wiz hat dann die 5 weggemacht. So, und unser Bruno hat sich um die 6 gekümmert. Standardkomposition: 17 Walküren, 11 Magier, 2 Golems, Erdbebenzauber. Macht jetzt schön weit auf, einen relativ großen Bereich. So, geht mit dem Golems dran, setzt sie an zwei verschiedene Devs, so ein paar Magier dahinter zum Funneln. Und ihr seht wieder einen Lavahund. Wenn man dann kein Gift mit hat oder wenn er dann im Laufe des Angriffs platzt, während er hinter den Walküren zum Beispiel herfliegt, ist er schon ziemlich nervig. Aber an sich geht es. So, jetzt platzt er auch direkt. Er hat reichlich Magier da und die Queen ist da und jetzt jagt er die Walküren rein, wo die Gefahr mehr oder weniger gebannt ist. Perfekt gemacht. So, die Walkis hauen da ratzfatz alles weg. So, ordentlich Wut drauf. Heil in der Mitte, wo die Tesla hochpoppen neben dem Rathaus. Die Queen ganz in Ruhe. Ein paar Walküren rennen schön außen rum, machen da noch ein paar Dev-Gebäude weg. Magier im Rücken. Der King hat die Queen im Rücken und jede Menge Walküren an seiner Seite. Auf der anderen Seite haben wir noch Magier, die unbehelligt ihren Job machen können. Jetzt leider in Riesenbombe laufen. Aber sonst auch vom Bogiturm beschossen worden wären. So, er kann beide Helden noch zünden. Das mit dem Zünden habe ich nicht ganz verstanden, was er da getrieben hat, aber ohne Frage, da stehen noch zwei Dev oder drei Dev-Gebäude mit dem Bombenturm. Er hat noch reichlich Truppen über. Ohne Frage, dass das klappt. So, beschleunigen wir ein kleines bisschen. Sehr schöner Drei-Sterner. So, dann gehen wir noch mal einen weiter runter. So, die nächste Aufräumerin, Mareike. Ihr seht, Ziel des Dorfes ist natürlich auch wieder, die Truppen schön außen rum zu leiten. Was durchaus nerven kann, aber das hat sie gut gemanagt mit dem Gohok. Hat erstmal die Klammbrüche in Ruhe gelockt. Ihr seht, die Def ist jetzt noch nicht unbedingt stark, aber so eine Base kann schon ziemlich nerven. So, zwei Golems. In Richtung Queen auf jeden Fall gegangen, damit die Queen fällt, bei einem Gehock immer wieder wichtig. Queen killen. CB muss weg, Queen muss weg. Sonst wird euer Angriff in Arsch gehen. Und zwar wie die Feuerwehr. Einen Gift hätte ich mir gespart für die Larrys, aber gut, auf Nummer sicher gegangen. Der Drache ist verlangsamt worden. So, und jetzt räumen die Truppen da erstmal ordentlich auf. Jetzt setzt sie die Schweine. Löst doch direkt eine Riesenbombe aus. Heilt einmal durch. Gleich sehen, eine kleine Horde Schweine wird gleich in die Mitte verschwinden. Die Queen rennt auch schon in Richtung Mitte. Sie schießt jetzt gerade auf den X-Bogen. Jetzt wird sie gleich zünden müssen. Da ist es. So, aber ein Heil in die Mitte gesetzt. Die Queen wird geheilt und die paar Schweine, die in die Mitte gehen, auch. Und die anderen Schweine gehen rechts um die Base, entgegen des Uhrzeigersinns und machen da ordentlich Theater. Auf der anderen Seite sind noch Magier und der Golem. Und das klappt schon auf jeden Fall ordentlich. So, die restlichen Schweine machen in der Mitte noch fast den Tesla kaputt. Leider nicht mehr ganz. Aber sie hat auch, wie gesagt, von außen wieder sehr viele Magier überbehalten. Sehr viele Backup-Magier. Die jetzt auch in der Mitte, die machen sie den King platt. Und es ist nichts mehr da, was in irgendeiner Form gefährden könnte. Da geht noch eine Riesenbombe hoch. Aber Truppen hat sie absolut genug noch da. Sehr schön gemacht. Sehr schöne drei Sterne. Auch wenn nicht alle Schweine überlebt haben. Aber schön auf beiden Seiten rum um die Base und alles platt gemacht und sehr viele Backup-Magier. Kleiner Wermutstropfen, kleine Kritik. Nicht auf die Bauhütten geachtet. Bei so viel Magiern, die über sind, hätten es auch 4 Bogis getan. Hihi, aber gut. So, jetzt schauen wir uns noch mal einen letzten an, und zwar so ein Herzschlag-Ding. Das war unser Johnny, der in diesem Krieg gleich 2 gedreiert hat. Die Nummer 9 hat er aufgeräumt. Und das schauen wir uns mal eben an. So, ich gehe mal auf Pause. Er fängt relativ zeitig an und guckt auf die Zeit. 3 Minuten. Das war ein absolutes Herzschlagfinale.
Seine letzte Truppe schlug zu, als die Uhr gerade auf Null tickte. So, King vielleicht ein kleines bisschen früh gesetzt. Die Golems erst vorsetzen, lieber Johnny. Dann brauchst du den auch direkt nicht aktivieren. Dann wird er gar nicht erst beschossen. So, Gift gesetzt, um den Magier und den Bogi da zu verlangsamen und den Drachen auch in der Klammburg. Magier ein kleines bisschen spät. Aber die machen jetzt den Drachen platt. Macht jetzt in der Mitte die Mauer auf. Sehr schön eigentlich auch, dass die Mauerbrecher gleich eine Riesenbombe ausgelöst haben, auch wenn sie nicht durch die nächste Mauer gekommen sind. Und jetzt gehen die Walküren rein. Golems sind auch da und tanken erstmal. So, und jetzt hauen sie sich direkt in die Mitte. Und machen da erstmal ordentlich Rabatz. So, jetzt setzt er den Packer außer Klamburg. Dann Max Packer drin. Und der rennt jetzt quasi auf der anderen Seite ohne richtig derben Beschuss. Ein Bogiturm schießt drauf. Der Magierturm macht ihm nicht wirklich viel aus. Der Mörser auch nicht. Wie gesagt, der Bogiturm nervt ein bisschen, aber der fällt jetzt durch die Walküren. Und die prügeln sich jetzt erstmal außen durch die Wand. Auf der anderen Seite sind noch die Golems, die tanken. Ein Magier hat den Bogiturm noch geschafft. Der Tesla hat ihn leider gebraten. So, und jetzt sind, wie ihr seht, an Magiern nichts mehr über. Ein Bogi ist da außen noch. Auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Aber die sind im Prinzip auch nicht so die Mörderhilfe. Die beiden Golomites, die beiden Mini-Golems, sind schon so gut wie kaputt. Die werden den Tesla auch nicht mehr schaffen. Einzig Gute ist, eine Walküre und der Packer gehen jetzt rein. Und selbst so ein Dreier-Tesla hat früher bei dem Packer doch relativ fiesen Schaden gemacht, weil es eben doppelter Schaden war. Aber ihr seht, er ist noch ziemlich voll. Und die Walküre fliegt jetzt. Und dadurch, dass er noch so viele Hitpoints hat, schafft er tatsächlich auch noch den Rest des Weges. Und ihr seht, die Minuten, ja, die Sekunden ticken. Und das war wirklich absoluter Herzschlag. So, achtet mal drauf. Der Tank. Das ist das letzte Gebäude, wo der Packer tatsächlich hinrennt. Der hat so gut wie nichts mehr. Wäre der noch voll gewesen, hätte das auch nicht mehr geklappt. Aber so mache ich das Ganze mal ein kleines bisschen schneller. Schafft der Packer sich doch noch durch die Wand zu prügeln, Kanone und Mörser zu killen. Alle drei Gebäude und dann zum Schluss. Wirklich in der allerletzten Sekunde den Tank. Sehr geil. So, so, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir diese kleine Misere hinter uns bringen konnten. Starten heute einen neuen Krieg. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Und die nächsten Versuche, in den nächsten Videos versuche ich mal ein bisschen wieder, wie mache ich Videos zu machen. Sprich, wie mache ich vor allen Dingen einen Golaloon oder Nachtjäger hatte mir freundlicherweise in die Kommentare geschrieben, dass er eine schöne Angriffsstrategie hat. Die wollte ich auch mal ausprobieren, beziehungsweise mal bei denen vorbeischauen, ob er mir das mal zeigen kann. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich erstmal und sage ciao, ciao.